Nach der knappen 1:2 Niederlage im Overtime in Linz steht der HC Bozen Südtirol im Playoff-Viertelfinale der Ebelmeisterschaft bereits mit dem Rücken zur Wand und muss unbedingt Spiel 2 zu Hause gewinnen. Fast 4000 Zuschauer feuern ihr Team in der Eiswelle an. Bei Bozen fehlen die Offensivkräfte Gandap, Palmieri und Tramosa. Linz muss ohne die Kanadier Bischet und Schofield auskommen. Die Weiß-Roten setzen die Oberösterreicher mit ihrem körperbetonten Spiel gleich mächtig unter Druck und werden dafür schon in der 5. Minute belohnt. Ryan Glenn im Doppelpass mit Travis Olesack herrlich gemacht. Das 1:0. Michael Osas im Tor der Linzer erstmals geschlagen. Bozen ist dann weiter überlegen, kann aber die Chance nicht verwerten und so bleibt es bis zum Schlussdrittel bei der knappen Führung der Hausherren. Und dieses Schlussdrittel beginnt mit einer kalten Dusche für den HCB. Daniel Oberkofler mit viel Freiraum zieht von der blauen Linie aus Spitzenwinkel ab und überrascht Benny Herzschick zum 1:1. Plötzlich ist die Partie wieder völlig offen. Nur 5 Minuten danach verliert zuerst Daniel Frank den Puck in der eigenen Verteidigung, gewinnt ihn aber zurück und schickt Neuzugang Andrew Jürgen auf die Reise und der schießt die Weißrote mit kräftiger Unterstützung von Torhüter Osas erneut in Führung. Anschließend kontrolliert Bozen das Spiel und 18 Sekunden vor Schluss sorgt der zweite Neuzugang der Weißrote Linz Sparks mit einem Empty-Net-Treffer für die endgültige Entscheidung. Bozen gewinnt 3:1. Die Viertelfinalserie beginnt am Freitag in Oberösterreich vom Neuden. Ja, das ist super für die Moral. Wir haben ein gutes Spiel gespielt, vor allem nach dem ersten Tor. Das hat uns richtig beflügelt. Die Atmosphäre da hat uns richtigen Auftrieb gemacht und wir haben ein richtig gutes Spiel gespielt und wenige Fehler gemacht. Wir haben die nötigen Chancen genutzt und wir sind froh, dass wir jetzt ausgeglichen haben und fahren dann nach Linz, um den nächsten Streich zu spielen. Und hier alle Viertelfinalspiele im Überblick. Bozen und Linz, da steht es jetzt 1:1 in der Best-of-Seven-Serie. Die Vienna Capitals gewinnen in der 105. Minute der Verlängerung gegen Innsbruck 4:3 und führt jetzt mit 2:0. Gleich wieder Klagenfurter AC, der sich ins Neumar mit 3:2 durchsetzen konnte. Und das Spiel Graz gegen Salzburg, das findet heute Abend statt.